Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021. Der Danny spielt das. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar stehen wir heute hier in Osnabrück Hauptbahnhof. Ihr erinnert euch vielleicht, wir sind ja beim letzten Mal in Osnabrück stehen geblieben. Auf der Fahrt von Münster bis nach Bremen Hauptbahnhof in unserem ICE 1. Und ja, heute geht es hier weiter in Osnabrück Hauptbahnhof. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Wir sind kurz vor der Abfahrt und es regnet leider immer noch. Und ja, verspätet haben wir uns auch. So, das war der Abfahrpfiff. Und ja, es läuft jetzt noch zweimal der Balken ab. Warum, weshalb, wieso, ist mir leider schleierhaft. Aber sei es drum. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter nach Osnabrück Hauptbahnhof. Und beziehungsweise nicht Osnabrück, sondern Bremen Hauptbahnhof. In Osnabrück stehen wir ja schon. Und ja, schauen wir, ob das Wetter vielleicht noch besser wird, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Aber man soll ja die Hoffnung niemals aufgeben. So, geht es jetzt auch gleich sofort los. Bremsen sind gelöst. Einmal noch. So, bis nach Bremen sitzt da auch locker 121 Kilometer, also schon eine ordentliche Strecke. Da fahren wir auch fast eine Stunde. So, ja, dreiviertel Stunde ungefähr. Oder eine gute dreiviertel Stunde. So, auf geht's! ICE 1 nach Kiel Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Aha, aus Garmisch-Partenkirchen kommt der ICE. Beziehungsweise da ist er drauf getauft worden. Also. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn begrüßen wir Sie an Bord .de nach Kiel. Über Bremen, Hamburg und Neumünster. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, wir haben Osnabrück leider immer noch mit einer Verspätung von 13 Minuten verlassen. Grund dafür ist die Türstörung in Duisburg sowie weitere daraus resultierende Verzögerungen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Unser nächster Halt ist dann Bremen. Über Ihre Anschlüsse dort werde ich Sie noch rechtzeitig informieren. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch auf unseren gastronomischen Service hier an Bord aufmerksam machen. Im Wagen mit der Ordnungsnummer 8 finden Sie unser Bordrestaurant und Bordbistro. Wir würden uns freuen, Sie dort mal anzutreffen. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle auch gerne unseren Komfort-Check-In. Weitere Informationen finden Sie auch auf bahn.de. Ladies and Gentlemen, welcome on board of the ICE Kiel, via Bremen, Hamburg and Neumünster. We wish you a pleasant journey. Our train is still delayed by 13 minutes. We apologize for this inconvenience. Next stop is Bremen. About your connections, I will inform you. Aufgrund einer Türstörung in Duisburg Hauptbahnhof hat dieser Zug immer noch eine Verspätung von mittlerweile 13 Minuten.
die wir mit Sicherheit nicht mehr herausfahren werden. Jetzt auch auf dem Weg nach Bremen nicht. Und ja, so ist es. Kann man nichts dran ändern. Und nur hoffen, dass es keine weiteren Verzögerungen dazu kommen werden. Auch wir werden jetzt Bremen mit einer Verspätung von 4 Minuten erreichen. Ja. Damit das Szenario nicht erfolgreich abschließen, aber dem ist dann halt so. Muss man akzeptieren. Kann man nichts dran machen. So, 140er Ankündigung, dann wollen wir da mal bleiben. Lohnt sich da ja nicht jetzt groß aufzuschalten. Übrigens, das Szenario kommt von railsim.de. Vielleicht kennt ihr das, da kann man kostenlos selbst erstellte Szenarien runterladen. Also selbst erstellte Szenarien von Usern, die dort unterwegs sind, die dort die Szenarien erstellt haben und die dort kostenlos anbieten. Und ja. Es ist schon ein etwas älteres Szenario, aber wie ich finde, immer noch ein gutes Szenario. Ja. Das Ganze nennt sich, glaube ich, WKP. Da gibt es mehrere Teile. Rund um Münster und Bremen und so weiter. Und ja. Ihr wisst ja, ich teste neue, aber auch ältere Szenarien an. Und aus diesem Grund habe ich mich dann hier eben mal dafür entschieden. Und ja, durch die Quatscherei habe ich jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung aus den Augen verloren. Aber naja, kann passieren. Wie gesagt, ist zu finden bei railsim.de. Dort gibt es unter anderem kostenlose Szenarien. Also da gibt es jede Menge zu finden. Ich glaube, nicht so von sprechen. Kann ich nur empfehlen. Also macht wirklich Laune. So, 120, gleich wieder 110. Ein bisschen hin und her im Moment. 200 wäre jetzt mal nicht schlecht, wenn das mal kommen würde. Weil es sind doch noch einige Kilometer bis Bremen. Von mir aus auch 250. Bei jeden Fall die ICE1, der darf hier 330.
Naja, lassen wir uns mal überraschen, was noch so passiert. Vielleicht wird das Wetter ja wirklich gleich besser. Oder es wird noch schlimmer, dass es auch noch Gewitter gibt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, dürfen wir immerhin gleich wieder 160 fahren. Das ist doch schon mal schön. Dann fahren wir gleich noch eine gute halbe Stunde. 35 Minuten. Ungefähr. So, dann mal Leistung aufschalten hier. Der Güterzug neben uns hat rot mit einer schönen Cap drin. Wir sind immer noch in den 100er-Bereich, was die Kilometer angeht. Wahnsinn! Ja, und das Wetter da in unserem Szenario ist 1:1 mit dem Wetter, was ich hier gerade vor der Tür habe. Mit Sommer hat das gar nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist gefühlt schon Herbst. Arschkalt. Nur nass und windig. Also mit Sommer hat das nicht mehr viel zu tun. Ich weiß nicht, ob es noch einen goldenen Oktober gibt. Wäre natürlich schön, aber naja, der Sommer, der keiner war, kann man da nur sagen. Tja. Haus gemacht. Ich denke, das, was wir diesen Sommer an Wasser hatten oder und immer noch haben, reicht
für den Boden erstmal für eine ganze Zeit. Also Wahnsinn, was da im Moment in letzter Zeit runtergekommen ist. Also extrem. So, 200. Oh, Scheiße! Ja, das Szenario ist vorbei, würde ich sagen. Tut mir leid, ich habe das rote Signal tatsächlich übersehen. Ich habe es wirklich, ich habe es nicht gesehen. Ja, Gott sei Dank nur ein Simulator. In echt wäre das jetzt natürlich, tja, katastrophal bis tödlich. Ja, ihr seht es, halbzeitiges über Signal überfahren, zweimal. Ja, das kann passieren. Sollte nicht passieren, ist aber passiert. Ja, vielleicht schieße ich jetzt noch ein kleines Szenario hinterher. Ja, ich schau mal. Was sich da jetzt noch ergibt. Bis gleich.
Fahren wir mal ein wenig Diesel. Ich hoffe, das funktioniert.
Ja, da wären wir. Wir sollen eine Regionalbahn nach Bad Oldesloe, beziehungsweise von Bad Oldesloe nach Hamburg fahren. Und ja, wenn das jetzt auch mal in Angriff nehmen. So, als erstes werden wir mal die Türen öffnen. So. Dann sollten wir die ganze Sache mal starten hier. Batterie. Schauen uns das natürlich von draußen an. Ist ja logisch. Wunderschön, wunderschön. Wir noch irgendwas zur Mittenbeleuchtung? Dann warten wir auf den Ab auf die Abfahrt. So, Türen sind zu, dann dürfen wir. So, dann wollen wir den Diesel mal ein bisschen auf Tour bringen hier. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Gegenzug.
Eieiei, ist aber ein kurzer Bahnsteig. Ein sehr kurzer Bahnsteig. Da geht's. Du kommst leider zu spät, junge Dame. Ich fahre ohne Spitzenlicht. Ja, gibt es das denn? Das sieht doch schon viel besser aus. Also ich bitte diesen kleinen Zwischenfall gerade zu entschuldigen, aber wie gesagt, ich habe bei dem Szenario mit dem ICE doch tatsächlich wirklich das rote Signal übersehen. Vollkommen überfahren. Kann passieren.
So, backte Heide. So, qualifiziert, wie es sein muss. Endlich mal wieder Diesel. Dann auch noch für den Virtual Railroads. Geiler geht's nicht. Fahren wir jetzt nach Ahrensburg. Ahrensburg Gartenholz, um genau zu sein.
Jetzt habe ich ihn erwischt, den zweiten Wischer. Das ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen wegen dem Fahrschalter. Also, das ist ein bisschen blöd gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. So, nächster Halt, Ahrensburg Hauptbahnhof. Ah, da steht auch eine 218. Diesmal in schiebender Funktion. So, ein wenig reinrollen. Und wir öffnen die Türen. So, nächster Stopp wäre dann schon Hamburg-Rahlstedt, Hamburg-Thondorf, Hamburg-Wandsbek, dann noch Hasselbrook und schließlich Hamburg-Hauptbahnhof.
Ei, das war ein bisschen viel. So, damit es dann so gemacht. So, nächster Zielort ist dann Hamburg, Rahlstedt.
Dann sehen wir uns das Ganze mal als wartender Passagier an. Eine schöne Ausfahrt. Tondorf kommt dann auch schon. So, diese Perspektive ist auch mal neu, auch mal schön.
So, auf geht's. So, Hasselburg ist dann auch schon in der Nähe. Nächste Station, Hamburg-Herzling. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Und der Sprecher schläft bald ein.
Hasselbrook und danach kommt dann Hamburg Hauptbahnhof, unsere Endstation. Station Hamburg Hasselbrook. Aufstieg in Bad Richtung links. So, Abfahrt zu unserer letzten Station. So, Bremsen löst euch. Wunderbar. Gegenzug. So, da wir eine Geschwindigkeitsankündigung von 60 km/h haben, lohnt sich hier jegliches Aufschalten nicht. Von daher bleiben wir einfach auf dem Niveau.
So, 40. Nächste Station, Hamburg-Hauptbahnhof. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Diese Zug verwendet hier mit allen Fahrgästen auszusteigen. Hier Ihre weiteren Reiseöffnungen. Eine seiner 30 Kilometer über Hamburg-Hauptbahnhof. 20 von Gleis 2. An einen Regionalexpress nach München über Vogtmühldorf, Schwarzenblick und Müssen. Da wären wir pünktlich, wie es sich gehört, in Hamburg Hauptbahnhof. Und ja, damit endet dieses Szenario und auch dieses Video. Ich werde hier mal die ausmachen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotzdem gefallen. Es ist ein etwas längeres Video geworden. Aus bekannten Gründen. Die Fahrt von Osnabrück bis nach Bremen im ICE 1 ist leider auf spektakuläre Weise geendet. Ich hoffe, dieses kleine Ersatzszenario hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende, habt noch eine schöne Woche, so. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Szenario überlege ich mir noch. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Haltet die Ohren steif, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dennis Peters. Ciao, ciao.